So Leute, heute werde ich mal auf ein paar Kommentare eingehen und ja, es ist ungewohnt. Guck mal, hier sitzt keiner neben mir, der mit mir redet. Heute bin ich ganz allein. Lass uns direkt auf den ersten Kommentar eingehen. Oh mein Gott, dieser Kommentar ist sehr lang und ich will erstmal nur kurz gucken. Niemand sollte über den Körper eines anderen Menschen entscheiden oder urteilen. Wofür? Was habt ihr davon, über andere Menschen zu sprechen? Wisst ihr, warum so viele Menschen viel essen? Weil sie die Leere füllen wollen, weil sie die Leere füllen wollen. Ich lese diesen langen Kommentar nicht weiter, weil es ist wirklich ein Vorwort von einem Buch. Das kann ja wohl nicht sein. Ich denke, also Leute, ganz kurz, ne? Also manchmal schreiben Leute auch so schlau auf dieses, ich sehe, wie die anfangen einen Text und ich lese das nicht. Ich lese es nicht durch. Du hast deine Energie verschwendet. Du willst mir so einen langen Text schreiben und ich lese es nicht. Auch wenn Leute mir Kommentare in meinen DMs schreiben und ich merke, es ist was Negatives, ich lese es nicht. Wenn ich eine Sprachnotiz anmache und ich höre schon den ersten Ton, ich höre es mir nicht weiter an. Ich gebe mich mit sowas nicht ab. Ne? Und wenn ich schon höre, weißt du, warum Menschen so viel essen? Weil sie die Leere in ihren Herzen füllen wollen. Alter, was? Wo lebst du denn? Wo lebst du? Sag mal ganz ehrlich. Hast du ein Einhorn zu Hause oder was? Was für eine Märchenwelt leben wir denn heutzutage? Leute, guck mal, ganz kurz, ich komme jetzt ganz kurz zu ein paar Fakten. Ne? Während der Pandemie, Corona, Maske, so in den Augen, Leute konnten nichts sehen, haben wir 2 Millionen Menschen verloren an Corona. Ja, ja, ja. Wir wissen ja im Nachhinein, dass es alles Quatsch ist, wie die alles gemacht haben und wie was aufgebaut ist, ne? Letztes Jahr sind 5,1 Millionen Menschen an Fettleibigkeit gestorben. Und Leute wollen mir sagen, wieso spricht ihr über andere Menschen? Ich spreche nicht über andere Menschen. Ich spreche über eine Krankheit, die verteilt wird. Und wisst ihr, was das Frechste an diese Fettleibigkeit ist? Dass an diese Menschen, die sich so krass gehen lassen, sie geben es an ihre Kinder weiter. Du siehst immer mehr und mehr runde Familien. 2 runde Erwachsene, 3 runde Kinder. Und ich finde es eine Frechheit, dass wir unseren Kindern sowas antun. Eine Frechheit. Dass du dein fettes, ungemütliches Leben an deine Kinder weitergeben. Weil du bist nicht zufrieden damit. Du guckst in den Spiegel und bist nicht zufrieden damit. Aber nein, lassen wir den kleinen Timmy mal sein drittes Eis fressen. Mit einer Waffel. Vorm Schlafen gehen am besten noch. Was ist denn los mit euch, Leute? Kapiert ihr das nicht, dass wir eine Epidemie haben, eine Pandemie? Das ist wie ein ernstes Thema gerade. Die Leute denken irgendwie, ich will hier witzig sein und warum greifst du nicht wieder die Fetten an? Ich greife keine Fetten an, ich greife eine Krankheit an, die toleriert wird. Das ist für mich eine sehr, sehr schlimme Sache, dass wir Leute haben, die zuckerabhängig sind. So simple Sachen wie weizenabhängig sind, wo man das sofort lösen könnte, wo man gewisse Krankheiten einfach aus unserer Gesellschaft schaffen könnte. Aber nein, wir sollen nicht über Menschen sprechen. Wir sollen nicht über andere Leute reden. Wir sollen jeden so leben lassen, wie er leben soll und fertig. Finde ich ja geil, finde ich gut. Nur lass uns das doch ohne diese ganzen Krankheiten machen. Friss doch nicht den ganzen Tag. Ich habe einen Kommentar hier gesehen, da hat jemand gesagt, manche Leute sind fett, weil sie arm sind. Also wirklich, Leute. Also wirklich, was ist mit unserer Gesellschaft passiert? TikTok hat euer Kopf auseinandergenommen. Du bist fett, weil du arm bist und nur Scheiße frisst? Also wenn ich arm bin, dann bin ich dünn. Weil ich kann nichts, ich esse ja nichts, verstehst du? Also das ist für mich arm sein. Dann faste ich einmal am Tag. Was ich so oder so jetzt tue. Also, guck mal, ne? Wir müssen echt, uns muss klar werden. Das sind super simple Sachen. Ich habe gerade einen Nachbar getroffen, der hat 25 Kilo abgenommen. 25 Kilo, Grüße. Buongiorno. Der guckt auch alle unsere Real Talks. Der hat 25 Kilo abgenommen. Der ist mir in die Arme gesprungen. Wir haben uns umarmt. Ich habe gesagt, Alter, was ist mit dir passiert? Du siehst aus wie Leben. Zum ersten Mal, dass ich dich sehe und du siehst aus wie Leben. Was hat er gemacht? Die letzten 60 Tage kein Zucker. Er hat die Weizen weggelassen. Fleisch. Leute, es ist doch so simpel, Mann. Ess nicht jeden Tag Fleisch. Wo ich sage, erste Regel, ess nicht jeden Tag Fleisch, damit die Entzündungen in euer Körper weggehen. Ess nicht jeden Tag Milchprodukte. Ist nur der Anfang. Ess keine Milchprodukte. Lass die Milch weg. Okay? Isst kein Zucker. Lass den Zucker weg. Keine Weizen.
Da ist die Weizen weg. Für die meisten ist jetzt 90% des Essens weg. Und da siehst du, was für eine Scheiße du dir reinschöpfst. Wenn das für dich alles ist. Ich habe gestern gepostet in meiner Story, können wir nochmal einmal, dass das hier echtes Essen ist. Das ist echtes Essen. Es ist super simpel. Wächst es irgendwo? Ist es irgendwo rausgekommen? Ist es gut für dich? Samen. Wenn du jetzt einen Samen in die Erde steckst, was passiert? Es wächst etwas. Leben kommt raus. Ja, genau. Was passiert, wenn du einen Twinkie in den Boden steckst? Ja, genau. Gar nichts. Vergammel. Das ist alles. Okay? Das heißt, wenn ich eine Handvoll Samen esse, meint ihr, das ist gut für mich? Eine Handvoll Nüsse? Ja, na klar. Das ist, was ihr verstehen müsst. Ihr müsst einfach simple Sachen machen. Fress weniger. Ess von 12 bis 20 Uhr fertig. Guck doch mal, wie es dir geht. Leute sind so... Alter, die schreiben lieber solche langen Texte, anstatt einfach mal abzunehmen. Das ist schrecklich, wirklich. Ich gehe mal direkt auf den nächsten Kommentar. Und die sind sauer auf mich. Ich hab diese Läden nicht gemacht. Ich habe diese Läden doch gar nicht erfunden. Fat Cow. Mein Laden, wenn ich einen Laden aufmachen würde für Fette, würde ich niemals machen. Ich würde das niemals unterstützen. Bei mir würde es nur bis M gehen. Fertig. M, das war's. Nimm ab, du Sau. Genau. M für nimm ab, du Sau. Okay, gut. Geil. Geilster Kommentar. Und da gibt es auch noch Diskussionen danach. Ich liebe es. Vielleicht wollen sich manche gerade gut ernähren, aber das ist der Kommentar des Tages. Es gibt auch Menschen, die krank sind und dafür nichts können. So, Leute. Noch einmal. Ein letztes Mal erwähne ich das jetzt. Stoffwechselerkrankungen. Was gibt es noch? Stoffwechselerkrankungen. Schilddrüsenerkrankungen. Wir sprechen in Deutschland im Moment von ungefähr 40.000 bis 50.000 Menschen, die eine Stoffwechsel- oder eine Schilddrüsenerkrankung haben. Okay? Wollt ihr mich verarschen? Leute, rechnet mal einmal ganz kurz aus. Wenn wir nur die fetten Menschen nehmen, was ungefähr 55% der Menschen sind, haben wir, was sind das, 45 Millionen? 48 Millionen Menschen? Nehmen wir davon dann 40.000 Leute, ne? Wie viel reden wir? Sind nicht mal 1% der Leute. Och Gott. Ich spreche doch von 99% der Menschen. Das versteht ihr nicht. 99% der Menschen. Und dann schreiben mir auch Leute, ja, aber es gibt mehr Erkrankungen als nur Schilddrüse und Stoffwechsel. Welche denn? Essstörung. Essstörung? Das ist eine Erkrankung? Oh mein Gott, Digga. Nein, ehrlich. Ich muss mich... Wie heißt das? Binge-Eating? Die ganzen fetten Influencer? Die haben alle dasselbe. Ich erhole mich von einer Essstörung und muss jetzt erstmal wieder ein gesundes Verhältnis zur Nahrung finden. Was? Sag mal, Alter, bist du bescheuert? Ess weniger. Geh ins Gym. Fertig. Was für eine gesunde Verbindung. Essen dient dir. Essen soll dir helfen zu leben und nicht zu sterben. Kapierst du das? Ess was Gesundes. Dann wirst du schon gesund. Was für eine Beziehung zu Essen, Alter. Essen ist da, um dir zu dienen, um dich anzutreiben, um deinen Tag gut zu gestalten, produktiv. Das ist das Problem an unserer Gesellschaft. Wir sind alle in Stillstand gekommen. Ohne produktiv zu sein, was passiert? Digga, mein Sohn, ne? Ich schwöre es euch, das ist eine wahre Sache. Wenn ich das erreiche, was ich erreiche, denkst du, mein Sohn wird glücklich sein, wenn ich ihm ein paar Millionen gebe und er da rumsitzt den ganzen Tag in der Bude, PlayStation spielt, Ferrari fährt? Was fehlt ihm dann? Produktivität. Das heißt, er ist zum Stillstand gekommen. Und so geht es den meisten Menschen. Sobald du nicht mehr produktiv bist, bist du nicht mehr glücklich. Okay? Also hör auf, Glück zu jagen und fang an, produktiv zu sein. Weil produktiv sein produziert Glück. Ganz simpel. Weil du etwas tust. Vor allem, wenn du etwas tust, was du gerne tust, wirst du glücklich sein. Okay? Geh mal und pflanz mal ein paar Tomaten ein auf deinem Balkon. Und guck mal, wie glücklich das macht, wenn die ersten Tomaten rauskommen. Das nennt man produktiv sein. Und das müsst ihr den ganzen Tag sein. Dieses ganze Chill mal. Und das ist alles von Werbung. Kapiert ihr das nicht? Netflix, die haben euch alle eingelullt. Die haben euch richtig da reingezogen in die Falle. Jedes Wohnzimmer in Deutschland, ob du Hartz IV bist oder im Winterhude wohnst, Digga, für 5.000 Euro, jedes Wohnzimmer sieht fast gleich aus. Alle haben die LED-Streifen, alle haben diese schöne, dicke Fernseher, alle haben diese schöne Couch.
Wohnzimmer, Teppich, gemütlich, wenn ich die Füße raufmache. Super. Richtig gemütlich. Und dann immer 5 Schalen, Salzstangen, Haribos. Richtig geil. Und dann sehe ich, die Leute posten das abends. Oh, Chillabend. Chillabend. Es ist 19 Uhr. 19 Uhr. Du könntest so produktiv sein. Aber nein, du bist müde, weil du den ganzen Tag den Arsch von deinem Chef geleckt hast. Den ganzen Tag hast du die Eier vom Chef im Mund gehabt und warst so super produktiv auf der Arbeit. Ihr seid so produktiv auf der Arbeit. Ja? Entschuldigung? Schön am Ackern. Sobald du nach Hause kommst, legst du es komplett ab. Und verwahrlost. Hast nicht mal mehr Bock zu kochen. Die meisten haben wie soll ich denn noch kochen nach der ganzen Arbeit? Alter, bist du bescheuert oder was? Willst du krank werden, Alter? Kapiert ihr das nicht? Diese Krebsquoten sind echt. Das habe ich nicht erfunden. Die WHO hat in 2020 gesagt, da waren wir bei 47%, dass bis 2040 ja, diese Krebszahlen sich verdoppeln werden. Ich denke mir, Alter, was? Wir sind doch bei 47%. Wie soll sich das verdoppeln? Wie soll sich das verdoppeln? Aber es ist ganz normal und logisch, wenn man drüber nachdenkt, dass wir 1 Million Krebszellen haben und dass kaum ein Mensch noch natürliche Produkte zu sich nimmt. Und wenn er meint, er nimmt was Natürliches zu sich, ist es komplett vollgesprüht. Weil ihr holt ja die ganzen Billigmarken. Ja, Paprika. Hol dir mal Ja, Paprika. Kannst direkt Rattengift holen gehen. Leute, das ist alles vollgesprüht. Ihr wisst es doch schon. Ihr wisst es doch. Und das ist das Ess mal eine Orange. Schneid mal die Orange auf von Ja. Schneid mal auf und iss mal. Das ist voller Chemie. Das schmeckt man sofort. Ess mal Weintrauben, diese ganz normalen Ja-Weintrauben, ohne die abzuwaschen, habe ich gemacht. Rate, was passiert, mein ganzer Innenraum hat gejuckt, mein Mund, alles. Ich habe wie eine Allergie. Ich dachte, Alter, was ist das denn? Und mir ist dann schlecht geworden, mir ist übel geworden. Warum ist mir übel geworden? Gift. Versteht ihr? Das passiert mir nicht, wenn ich extra in so einen Bioladen fahre, weißt du? Und ich rede nicht von Bio bei Rewe, sondern ich rede in Bioladen, weißt du? Und die da selbst 3 verschiedene Weintrauben haben. Und du siehst das, oh, das ist eine ganz andere Konsistenz. Die sind ja viel kleiner, viel süßer. Die Paprika, guck mal, oh, wie süß. Die ist gar nicht. Das hier, so eine Paprika bedeutet, die ist vollgesprüht. Und das ist das Problem. Wenn wir mal uns was gönnen, so einen Salat, ein Eisbergsalat bringt dir gar nichts. Ja, ist so, es ist einfach Blatt. Hast keine Vitamine. Wie viele Vitamine sind denn da drin, Leute? Ihr wisst ja nicht mal, wo Vitamine drin sind. Ich habe heute einen Salat gegessen. Ich habe immer Hunger. Ich habe Salat und denkst immer, die Diät ist so hart. Ja, du isst Salat und Hähnchen, super. Klasse, natürlich hast du Hunger. Dein Körper fehlt es an wichtigen Nährstoffen, Leute. Ihr müsst nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Ihr müsst einfach nur weniger fressen. Weniger fressen und einfach von Natur essen. Also, lass mal weiter auf diesen Kommentar eingehen. Die Krankheiten. Weil danach sagt sie, vielleicht, weil ich habe ja geschrieben, 30 bis 50k Menschen, bla bla bla. Sie hat gesagt, vielleicht wollen sich manche gut ernähren, aber das Geld reicht nicht aus, weil es nur ums Überleben geht. Also ich weiß auch nicht, also da kann ich nicht weiterlesen, tut mir leid. Also hat man dir ins Gehirn geschissen, ist meine Frage, als allererstes. Manche Leute wollen sich gut ernähren, aber das Geld reicht nicht, weil sie ums Überleben kämpfen. Meine Frage an dich. Sieht so Überleben aus, wenn du da mit deinem fetten Bauch Netflix guckst und dir Chips reinhaust? Das ist für dich ums Überleben kämpfen? Alter, ihr seid so frech geworden in der westlichen Welt. Nein, wirklich. Muss ich wirklich sagen. Ums Überleben kämpfen? Alter, ich muss hier nichts machen in Deutschland. Ich gehe und melde mich jetzt arbeitslos an und gerade mal, was passiert. Die zahlen meine Miete und die geben mir noch 400 Euro im Monat. Für einen Fuffi die Woche, wenn ich richtig einkaufen gehe, habe ich die feinsten Bioprodukte, habe ich das beste Essen, was ich brauche. Kombiniert mit meinem Fasten, das sind 200 Euro im Monat. Essen gehe ich nicht draußen, weil es alles vergiftet ist. Was ist denn los mit, was ist für euch Überleben? Sitzt da, Digga, mit deinem Schokoeis, Alter, abends und denkst darüber, dass du überleben musst. Nein. Einfach mal weniger fressen, mehr Bewegung. Ich kann es immer wieder nur sagen. Die Leute wollen es immer so schwer machen. Weniger essen, mehr Bewegung. Mach mal deine 20.000, 30.000 Schritte. Das wollt ihr nicht mehr. Ich sehe irgendwelche Fetten auf irgendwelche Roller rumfahren. Hauptsache nicht gehen. Ne? Sag mal ehrlich. Die haben uns auseinandergenommen. Wir sind zu glücklich. Es gibt
E-Roller, es gibt das, es gibt das, es gibt Moja. Ich sehe Fette so. Ullum, das Ding fährt nur 8 Kilometer den Berg hoch mit dir. Ist dir das nicht unangenehm? Ist dir das nicht unangenehm, sag mal? 8 km/h, das Ding geht 22 km/h normalerweise. Und gerade um was, ich hatte die App auch. Bolt. Ich habe dann realisiert, Ullum, ich fahre voll oft am Tag. Weißt du? Weil ich habe dann so PayPal geguckt, 4 Euro, 3 Euro, 3 Euro, heute so. Und ich habe dann so meine Schritte gesehen, ich war so, Abtörner, ich bin bei 12.000 Schritten heute gewesen. Und dann, ich habe die App, es gibt die nicht mehr. Für mich gibt es kein Bolt, kein, es ist alles Schwachsinn, sag ich dir ehrlich. Weil die versuchen uns wegzuhalten von das, was eigentlich gesund ist. Und das ist Gehen. Jeden Tag seine 20.000 Schritte. Wenn du kein Training machst, dann mach doch wenigstens deine 20.000, 30.000 Schritte und guck mal, was passiert. Das sind alleine schon deine 700, 800 Kalorien, die du verbrannt hast. Genau, nein, nein, das ist wichtig, Bruder. Weil das ist das, was, weil Wall-E und so, guck mal, diese Filme wie Wall-E, das ist die Wahrheit. Da sitzt ja jemand irgendwo in Hollywood und die sind ja nicht blöde. Das ist ja wirklich die Wahrheit. Also wir haben es ja schon so weit. Weißt du, so, es gibt ja so, es gibt sogar so einen Friseurstuhl, habe ich gesehen, da sitzt der, also da steht er nicht, sondern er sitzt in so ein Ding und kann sich die ganze Zeit um den Stuhl drehen. Das heißt, der Friseur, der eigentlich den ganzen Tag, wenn du so überlegst, mit Haare schneiden, ne, der sich immer wieder bückt, immer wieder hochgeht, sich bewegt, weißt du, was eigentlich voll gut ist? Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Schritte, immer hin und zurück. Und pro Kunde, denke ich mal, macht er seine 400, 500 Schritte. Auf einmal soll der auch nicht mehr sich bewegen. Also sie nehmen uns die Bewegung weg. Sie geben uns mehr Essen als sie zuvor, weil wenn ich jetzt im Pennymarkt reingehe, Bruder, ich guck, Digga, diese eklige Alkohol, du weißt doch, diese eklige, diese Bierflaschen aus Plastik noch, auf Stirb morgen, diese Art von Bier. Stirb übermorgen, ne? Du sollst gar nicht lange leben. 38, 40 Cent. Und du kriegst nochmal 25 Cent, du machst ja nur Geld. Du kriegst doch 25 Cent zurück, wenn du Dinger hattest. Das heißt, du hast immer wieder dein, du kannst immer wieder austauschen. Du machst einfach nur so 12 Cent minus pro Bier. Digga, verstehst du, was ich sagen will? Du gehst rein, Tafel Schokolade, diese Jahr 79 Cent. Haribos im Angebot. Ich sehe, die 500er Packung. Statt 4,44, 2,99. So stick, du groß. Und dann kommst du an die Kasse und hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft, weißt du? Der Fettsack in dir hat mit Zittern, wie ein Crack-Junkie, hast es geschafft, an alle Bonbons zu holen. Und dann kommst du in die Kasse. Angebote, Angebote, Angebote. Und da knickst du direkt ein. Knobbers. Extra Packung Knobbers hier. Weißt du? Ich merke gar nicht, wie die uns manipuliert haben. Alleine nur die Werbung aus der Kindheit. Weißt du? Knobbers am Morgen, Hanuta. Das ist alles in uns drinne, Programmierung, und wir müssen uns davon lösen. Leute schreiben mir aber, ja, Zucker, wie soll ich Zucker weglassen? Es ist so, als würdest du mich fragen, wie soll ich abends ins Bett gehen? Leg dich hin, du Scheiße. Du Idiot, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ich will auch niemanden beleidigen, aber wie kann ich Zucker weglassen, fragen mich die Leute. Wie? Wie kann ich Zucker weglassen? Ernsthafte Frage. Meine Antwort darauf ist, lass es doch weg. Also musst du ein Genie dafür sein? Brauchst du mich? Willst du ein Coaching bei mir buchen? Wie man Zucker weglässt? Soll ich das so neu, weißt du, soll ich so ein neues Coaching anbieten? Entzuckerung. Und dann sage ich dir, lass Zucker weg. Und dann fühlst du dich aber richtig verarscht. Weil das ist der einzige Weg. Fruchtzucker, super für dich. Labern die auch immer nur Scheiße. Ess 2, 3 Früchte, vor allem wenn du trainierst. Ist gut für dich. Ess viel Gemüse. Okay? Gewisse Getreide sind gut für euch. Nur wie nehmt ihr die auf? Stellt ihr euch hin und macht selber eure Brötchen, wie ich das mache? Mit Buchweizen? Ein paar Eier rein? Ohne Backpulver? Oder geht ihr zum Bäcker? Weil ich war letztens beim Bäcker und habe ich gefragt, ey du, guck mal, das war vor einem Jahr war das. Ich habe immer diese Dinkelbrötchen geholt. Weißt du, und da wusste ich noch nicht, dass Dinkel auch so viel Gluten hat. Also man denkt ja immer, man tut sich was Gutes. Dinkel voller Gluten. Also wie gesagt, da merke ich schon, oh, warum tun die so, als wäre es gesund?
Sag uns doch was wegen Gluten. Und dann googelst du Gluten und dann siehst du nur Glutenunverträglichkeit. Du siehst nicht, dass Gluten nicht gut für dich ist. Weißt du so? Das heißt, die machen es natürlich schwer für die Menschen und die Menschen heutzutage sind nur, die haben so eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden. Das heißt, du googelst etwas, das dauert 7 Sekunden. Das dauert zu lange, heute Internet schlecht. Kennt ihr das? Das lädt gar nicht. Bam, jetzt sind schon 12 Sekunden. Jetzt haben sie schon keinen Bock mehr. Und dann sehen die das Erste. Gluten bei Unverträglichkeit. Ist Gluten schlecht, wenn du Glutenunverträglichkeit hast? Ach, der Coach labert scheiße. Boom. Dann kommentieren sie bei mir. Was ist denn so schlecht daran? Ich hab's gerade gegoogelt. Alter, weißt du, was ich mit solchen Leuten mache? Direkt löschen. Also ich lösche einfach die Nachricht. Kennst du so, ich gehe gar nicht rein, ich lösche es. Weil ich denke mir, Alter, du willst gar keine Antwort von mir. Du hast doch selber gegoogelt. Nur deine Aufmerksamkeit war nicht so groß, dass du wirklich für dich selber entschieden hast, ey, weißt du was, ich möchte jetzt mal wirklich tief in das Thema rein. Leute fragen, warum sind denn Weizen so schlecht für dich? Alter, ich wie habe ich es denn rausgefunden? Ey, ganz ehrlich, ich manchmal wirklich, ich bin so, pff, wenn ich meine Instagram-Nachrichten sehe. Weil ich denke mir, Alter, wir haben so viele schlau, wir sind schlauer als je zuvor, dadurch sind wir dümmer als je zuvor. Wir haben mehr Wissen und das hat uns verblödet. Weil die natürlich eine Gegenkampagne gestartet haben. TikTok, schnelle Reels, bam, 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 bam. Bruder, ich will meinen Sohn Fußball-Highlights von Ronaldinho. Bruder, das ist alles nur noch in TikTok-Format. Auf YouTube. Also es sind immer nur noch kurze, so wie es bei Instagram ist, als würdest du swipen. Früher war so, oh Ronaldinho, da gab es immer Musik. Und da hast du so coole Tricks gesehen. Jetzt sind es einfach nur TikToks zusammengeschnitten. Das heißt, selbst im Fernsehen hast du diesen Swipe-Effekt. Um 15-sekündige Videos. Selbst YouTube. Ich meine, mach mal den Scheiß aus, aber wir wollten noch Fußball gucken. Ich sage, ah, das ist alles. Dieses Wechseln, Meneo, meine ich zu ihm, ist nicht gut für deinen Kopf. Weißt du? Das ist alles. Die programmieren dich jetzt schon, dass du das dadurch dein Dopamin nimmst, indem du immer wieder auf die nächste 15 Sekunden warst. Dadurch wird deine Aufmerksamkeit. Nee, deshalb sage ich, wenn mein Sohn zum Beispiel was gucken will, Digga, wir tauschen. Tauschgeschäft. Hier, eine Seite. 15 Minuten, 20 Minuten. Willst du noch lernen? Dann liest er 2-3 Seiten einfach. Weil er denkt sich, da habe ich 60 Minuten, geil. Kennst du es meine? Aber dadurch ist er kurz drin im Buch und es dauert manchmal 15, 20 Minuten, es ist dritte Klasse, weißt du? Und dann liest er ein bisschen mehr, weil auf einmal findet er die Geschichte interessant. Weißt du, er liest das Buch, was er zum Geburtstag bekommen hat, weißt du? Und dann ist er kurz drin, weißt du so? Und Wir übertragen das noch auf unsere Kinder. Das ist halt das, was ich so schrecklich finde. Diese Blödheit. Guck mal, was die schreibt. Was ist, wenn Menschen kein Geld haben? Und das ist eine Blödheit, die hat sie von ihren Eltern übertragen bekommen. Und das hat sie von Social Media bekommen. Weißt du, es ist so, dafür kann sie eigentlich gar nichts. Weißt du, also wer wirklich sich hinsetzt im Internet. Und also die Diskussion geht ja weiter. Ich habe ja dann nicht mehr, ich lies ja gar nicht weiter. Wenn ich nur den ersten Satz höre, da verblöde ich ja. Weil das ist das Problem. Und deshalb ist euer Umfeld so wichtig. Verstehst du? Verlierer, dieses Versager-Mentalität geht auf euch rüber. Das heißt, wenn ihr Versager um euch rum habt, das ist wie Corona, wie es damals eigentlich sein sollte. Hoch ansteckend. Verstehst du? Das heißt, wenn du Versager um dich hast, diese Mentalität, und es gibt Menschen, die wollen immer Leute helfen. Ja, aber er ist ein guter Junge, ich will ihn irgendwie. Helf dir meistens selber, Olum. Du hast 20.000 Schwächen, Alter, du Heuchler. Du willst immer, ich kann diese Leute nicht ab. Ja, Bruder, man muss ihn irgendwie helfen. Leute schreien mir an, ey, Bro, kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Er ist ein guter Junge, er ist so ein bisschen, ey, ich scheiß auf, ob er ein guter Junge ist oder ein schlechter Junge ist. Juckt mich gar nicht. Weil ich habe meinen eigenen Jungs. Und die sind 9 und 6. Und ich habe mich selber. Und ich gucke jeden Tag in den Spiegel und ich muss kämpfen. Und ich muss arbeiten. Heute Morgen dasselbe. Ich bin aufgestanden, ich hatte keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock. Null. Heute war null Bock da. Null. Mittwoch immer schlimm. Ich weiß nicht, warum Mittwochs bei mir immer so schlimm ist. Weil ich dann Sonntag, Montag, Dienstag drin habe, weißt du? Samstag war auch nicht easy. Freitag, also es sind so Donnerstag, es ist so eine Brücke von kein. Ich habe keine Pause, ja. Und die Leute sagen, ja, übertrainierst du nicht. Nee, tue ich nicht. Also ich fühle mich blendend. Guck mal, was für eine Energie ich hier im Büro habe. Geil. Geil. Viel Testosteron im Körper. Immer glücklich. Darum geht es doch im Leben. Und ihr müsst keine Sportfanatiker werden, aber ihr müsst einfach produktiv werden. Das ist das. Ich glaube, heute habe ich für mich selber ein neues Wort entdeckt, ist produktiv sein. Weißt du? Und eine neue Erkenntnis gehabt. Weil, wie gesagt,
Der Stillstand ist das, was uns langsam tötet. Stillstand sorgt dafür, dass du in Depressionen fällst, dass du unglücklich wirst, dass du dein Leben nicht abkannst. Weil wir sind Wanderer. Wanderer und Jäger. Hört euch das mal an. Das ist eure Urfahren, eure Vorfahren waren Wanderer und Jäger. Die hatten nie einen Stillstand. Es wurde immer gewandert, gejagt, neu entdeckt. Die Menschen haben die letzten Millionen Jahre immer wieder neue Entdeckungen gemacht. Es ging immer weiter. Und wir sind an einen Punkt gekommen, wo es eigentlich gar nichts mehr neu zu entdecken gibt, außer das Ozean oder Weltall. Das heißt, für 99% der Menschen ist es einfach nur arbeiten. Die nächsten 40 Jahre hoffen, dass man genug Urlaub bekommt immer vom Chef. Hoffen, dass man irgendwann mal eine Gehaltserhöhung bekommt, weil man ist ja schon 20 Jahre in der Firma. Weißt du, und hoffen, dass irgendwann mal auch mir was Gutes passiert. Deshalb spiele ich jede Woche Lotto. Hoffen, dass irgendwann mal, ne, die Tochter dann mal einen guten Mann findet und vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Weißt du? Hoffen, dass vielleicht mein Sohn das macht, was ich immer machen wollte, nämlich studieren. Habe ich nicht gemacht. Diese Hoffnung und dieses Weitergeben an unseren Kindern, die Programmierung, sorgt dafür, dass wir in einen Kreislauf des Stillstands gekommen sind. Weißt du, wir sind wirklich im Stillstand gelandet und du guckst du draußen und siehst es. Du kannst jeden Morgen um 6.30 Uhr guck den Viererbus, wirst du dieselben Leute sehen. Jeden Morgen, um selbe Uhrzeit. Für nächstes Jahr. Immer wieder andere Klamotten an, nie ein Lächeln auf dem Gesicht. Siehst du? Und dann sind das dieselben Leute, die sich komplett vollsaufen in der Weihnachtsfeier und sich gehen lassen, weil es gibt ja vom Chef Alkohol umsonst, Essen umsonst, Buffet. Alter, ich war noch nie ein Mensch, der auf einer Weihnachtsfeier war. Also mich siehst du da nicht. Auf solchen Sachen. Ich war ja nicht mal auf meiner eigenen Hochzeitsfeier, Mann. Ja, wir hatten eine Hochzeitsfeier. Ja, haben wir auch einfach nicht gemacht. Weil es war so, wozu? Wir haben geheiratet, das ist so stressig gerade. So. Weißt du, so diese Hochzeitsfeier, es geht immer nur, dass Leute Geld bekommen. Geschenke, viele Geschenke und dann geben wir viel Geld aus für den Raum und Buffet und dann kommen Leute und geben uns wieder das Geld zurück. Das ist nicht mein Lifestyle. Darum geht's auch im Leben nicht. Weißt du, so, das sind alles Sachen, ihr müsst alles überdenken, wenn ihr in eurem Wohnzimmer sitzt und eure Playstation in der Hand habt, als erwachsener Mann. Zum Abschalten. Man hat uns das so eingeredet, dass es so normal ist, aber es ist einfach nur Stillstand. Weißt du, du sitzt da wirklich an der Playse und entwickelt sich nicht weiter. Ich habe es Jahre gemacht, Jahrzehnte. Ich kann mir nicht vorstellen ohne PlayStation. Ich schwöre es. Ich habe gedacht, wenn ich reich bin, boah, ich mache mir so einen PlayStation-Raum, dies, das, Ananas. Und ich schwöre es dir, ich spiele jetzt FIFA zum Beispiel und mein Sohn hat mich letztens zum ersten Mal besiegt. Zum ersten Mal. Ich mache ihn immer 12-0 weg, alles. Und ich habe gemerkt, wie mich das nicht juckt. Und ich war sehr sauer. Also ich wollte, Alter, ich hätte ihm richtig schön einen richtigen Low-Kick geben können. Weißt du? Weil er hat richtig Gas gegeben. Und dann habe ich gemerkt, Alter, krass, der spielt ja seine halbe Stunde am Tag FIFA und was weiß ich, ne? Aber der hat so aufgeholt, was das angeht, weil ich einfach zum Stillstand gekommen bin. Weil es mich gar nicht mehr interessiert. Weißt du? So, letztens war Felix hier, hat mich zweimal 3-0 weggemacht. Früher, ich hätte ihn, Alter, hätte ihn nass gemacht. Pro Spiel hatte ich, glaube ich, 20 Torchancen. Er hat 3 Chancen gehabt und hat jedes Mal ein Tor gemacht. Früher, ich hätte ihn nass gemacht, aber ich konnte nicht mehr genau mit Winkel, weißt du, so ein bisschen diese Effekt reinmachen. Gewisse Schüsse gingen nicht mehr und es hat mich nicht interessiert. Also früher hätte ich gesagt, okay, komm, noch ein. Mein Sohn war schlau. Es stand 6-3, er hat gewonnen. Auf einmal, er sieht, ich habe gar nicht geredet. Ich bin direkt auf Teamauswahl gegangen, ich habe schon meine Mannschaft ausgesucht. Er sitzt so, ich sehe, er sucht kein Team aus. Ist immer noch bei HSV. Auf einmal hat er mir so durchgesagt, so, ich glaube, ich bin fertig. Er legt so den Controller hin, ich will nicht mehr spielen. Ich wollte ihn so auf die Schnauze hauen, aber ich dachte, geil, er ist schlau genug zu wissen, dass ich ihm jetzt eine richtige Packung gebe. Weil Real Madrid war schon ausgesucht. Als er Real Madrid gesehen hat, er wusste, okay, gut, Papa macht keinen Spaß, weißt du es mal, ne? Aber das war für mich interessant zu sehen, weil ich gemerkt habe, oh krass, Digga, ich spiele gar keinen PlayStation mehr. Also zum Beispiel bei mir zu Hause, wenn meine Söhne, es gibt sowas gar nicht, PlayStation spielen. So, weißt du, bei seiner Mama gibt es eine PlayStation und die habe ich ihn ja auch gekauft damals. Das ist das Ding. Aber ich will ihn zum Beispiel davon wegbekommen. Oder zu sehen, dass es etwas ist, was du mal machen kannst. Weil es vielleicht ein Hobby ist und Spaß macht. Aber es gibt da noch viel mehr Sachen. Und das ist halt so, wo mein Sohn selber schon reif genug ist mit 9 zu sagen, es macht mich nicht glücklich. Sondern eher im Gegenteil. Ja, na klar. Diese ganzen Videospiele machen dich nicht glücklich, weil in Wirklichkeit passiert ja nichts.
Du hast deinen GTA-Charakter so auf dein krasses Level gebracht. Full gepumpt, Tattoos, guck mal. Ich weiß noch, früher Leute haben mir gesagt, Bro, guck mal meinen Git. Alter, du bist ein Versager. Ein Versager bist du. Guck dich doch mal in Wirklichkeit an. Bruder, du hast die freshesten Klamotten für deinen GTA-Charakter. Der Auto, Panzerglas, alles hast du dir geballert. So viel Mühe, für was? Und du läufst draußen rum und jeder sieht dich an und guckt, was für ein Versager. Also es hat dir nichts gebracht im wirklichen Leben. Und das ist mir aufgefallen, so, weißt du? So, ich habe gerne NBA 2K gespielt. Und da habe ich es endlich mal, mein erstes Mal in meinem Leben geschafft, das war vor 6, 7 Monaten, in diese Top 3 der Weltrangliste zu kommen. Also es gibt so eine Top 10 und zum Beispiel in den 10er Brackets sind 200.000 Leute in der Welt. Da sind 300.000. Und ab der Platz 3 sind es nur noch so 25.000 Leute. Siehst du? Das heißt so, ich war so, oh krass, ich gehöre zu den 25.000 besten Menschen in 2K. Und dann, im selben Moment, habe ich realisiert, Versager, habe ich gedacht. Ich habe mir gedacht, also, was kannst du dir davon kaufen? Wen interessiert das hier in diesem Raum? Keiner von euch kennt 2K. Was für einen Vorteil habe ich davon? Dass ich es zum ersten Mal in meinem Leben geschafft habe in die Top 3 der Rangliste. Also, verstehst du, was ich sagen will? Und da habe ich realisiert, weißt du was, das ist irgendwie nichts mehr für mich. Und das war das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Das war sogar vor der Villain Arc. Dass ich so, ich weiß nicht, es war ein Abend, da hatte ich nichts zu tun. Dann habe ich gedacht, weißt du was, ich gönne mir mal. Bau mir einen schönen kleinen Sticky, schönen Puren. Hau 2K an. Chalas. Kein Spaß gehabt. Es war kein Spaß. Ich habe die alle besiegt, ne? Ich habe, glaube ich, die letzten 11, 12 Spiele vor 6 Monaten gewonnen. Das heißt, ich habe einen richtig heißen Lauf. Aber es interessiert mich gar nicht mehr. Ich will lieber abends ein Buch lesen. Ich will lieber abends Leuten antworten. Dieses, weißt du, ich habe jeden Tag Nachrichten. Ich kann jeden Tag produktiv sein. Das ist mir aufgefallen in meinem Leben. Und früher hätte ich jeden Tag auch produktiv sein können. Nur man entscheidet sich für den Stillstand. Unbewusst. Weil man denkt, man muss ja auch mal chillen. Oh, ich habe heute so viel getan. Lass mal einfach nur einen Film gucken. Wie oft hat man das früher gesagt? Lass mal heute chillen. Lass uns mal gönnen. Mit einem Lächeln. Lass uns mal gönnen. Oh, ich hab Bock auf Pizzabrötchen. Man ist auf einmal aufgeregt. Oh ja, geh mal kurz rauf auf Lieferando. Sapper läuft dein Mund runter. Bestell mal noch eine Cola Zero. Oh ja, oh. Wollen wir uns mal eine Fanta gönnen? Ja komm, wir gönnen uns eine Fanta. Häagen-Dazs. Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs? Ja komm, Ben & Jerry's. Sag mir bitte ein Mensch, der sich je nach so einer Fressattacke gut gefühlt hat. Der je gesagt hat, ja, geil. Ich hab gerade meinen Ben & Jerry's aufgeschafft und die ganze Pizza ist weg. Geiler Film. Noch nie. Noch nie. Alle sind immer so, oh, fuck. Alter, bin ich voll. Scheiß Essen. Oh, das liegt mir irgendwie komisch. Jeder ist so. Weil die Kombination aus Zucker, mit Weizen, mit Zucker, mit schlechten Fetten, kann ja gar nicht gut sein. Du frisst dir erstmal eine Pizza mit ganz schlechten Fetten. Weizen. Dazu gluckerst du eine Cola runter. Kohlensäure ist schon mal gar nicht gut für deinen Körper. Gluckerst du schön die Cola runter, ne? Hast dir schön die 1,5 Liter Cola, schön kalt gestellt. Oh, Baby, guck mal. Schön kalte Cola. Ja, und jetzt bist du noch ein Cooler und machst auch ein bisschen Jack Daniels rein, ne? Um ein bisschen diesen Kick zu haben. Bam. Jetzt gibt's noch am Ende Pizza. Oh, Digga, ich will gar nicht wissen, wie eure Blähungen stinken, Alter. Ich sehe manche Menschen, ich sehe die stinken. Stinken. Nach Eiersalat. Ja, ist so. Stinken nach Eiersalat. Wenn ich so ein fettes Schwein sehe, ne, dann denke ich, Alter, der muss nach Eiersalat stinken. Weil sein Darm ist ja völlig verpestet, weißt du? Das ist so. Und ich weiß, die Leute werden einen aufhängen und zum Glück, man verliert YouTube-Kanal nicht so schnell, Digga. Ich schwöre es dir. Weil bei meinem Insta, ich bin so eine Sekunde davor, meinen Insta zu verlieren. Planst du es meine? Einfach nur, weil ich sage, fette Schwein. Und es sind zwei Wörter, die gar nicht beleidigend sind. Schweine gibt es. Die sind sehr rund. Und Fett ist das, was an den Körper gerade wächst. Oder bei 60% der Menschen. Was als Krankheit angesehen wird. Weißt du? Und für die Leute ist es radikal. Aber ich will Leute aufwecken. Weißt du, was meine Leute sagen? Hier schreien mir Leute, wie ich am besten meinen Content mache. Alter, ich habe 1000+ Leute dieses Jahr geholfen. Ohne Geld dafür zu verlangen. Wir haben 1000+ Leute, die eine Transformation haben, ohne Geld dafür zu verlangen.
Verstehst du, ich rede nur über 1000 Leute, die mich angeschrieben haben und mir 6 Monate später geschrieben haben, ey, thank you, 30 Kilos, 25 Kilos. Ich könnte den ganzen Tag Screenshots posten, weißt du? Aber ich habe gar keinen Bock darauf, weil ich weiß ganz genau, wie diese Welt ist. Ich brauche niemanden zu überzeugen. Ich mache einfach. Meine Stimme, das, was ich tue, wird schon von alleine die Leute anziehen. Aber diese ganzen Fitness-Influencer, gehst du auf deren Seite und dann siehst du die ganzen Transformationen von den Leuten, von ihren 6 besten Kunden. Kennst du? Hallo, 6 Leute, super. Und darauf baust du dein ganzes Coaching auf. Aber selber, guck mal, siehst nicht mal heftig aus. Du lebst nicht mal das, was du die ganze Zeit predigst. Und das ist so schade, weißt du, wir haben so viel verwirrte Menschen da draußen, die einfach nur Klicks haben wollen, die euch essen Zucker, essen Big Mac am Tag. Was ist das für eine Industrie, die wir gerade aufgebaut haben? Codes, dies, das. Habt ihr gesehen, was Schwarzer John heute Morgen postet? Ich liebe den Bruder, Digga, ehrlich. Er war im Sommer, denke ich, hab Kurt in Hamburg besucht. Typ, Alter. Alter, seine Mentalität ist einfach crazy. Ich habe mit vielen Leuten trainiert und viele Leute was gemacht. Aber dieser Typ, deswegen bei ihm juckt ihm gar nichts, ob er Sponsor hat oder so, weil, like, because he don't, er braucht das nichts. I just wanna grind and help people to grind with, you know what I mean? So I don't know if the people like this, they create less love, you know, to be honest with you, in fitness industry und so, Alter. For me, I have really big respect and love for this brother, man. Trust me. Digga, Ehrenmann, Digga. Was für ein Typ. Einfach so um 6 Uhr morgens. Ich schwöre, ich hatte Tränen in den Augen vor Dankbarkeit. Ja, weißt du, so, weil das Ding ist, er sieht meine Arbeit, verstehst du, und er weiß ganz genau, er sagt, Bruder, dieser Bruder will keinen Sponsor haben, er will gar nichts haben, Digga. Er will einfach nur Menschen helfen. Mehr nicht. Und das ist, was die Leute nicht verstehen. Ich will einfach nur Menschen helfen. Ich möchte euch einfach nur helfen. Ich weiß, was für ein Leid ihr durchmacht. Ich habe selber 35 Jahre durchgemacht. Und ich habe hier Jungs sitzen, die sind alle zwischen 20 und 23 Jahre alt. Und die sparen sich gerade sehr, sehr viel Leid, dadurch, dass die einfach gewisse Sachen schon mitbekommen haben durch diese ganze Energy Movement. Und einfach wirklich sozusagen, es ist keine Abkürzung, aber es ist eine Abkürzung des Leides. Verstehst du? Weil sobald du Bewusstsein aufbaust, wie kannst du dein Bewusstsein erweitern? Wie kannst du dein Bewusstsein erweitern? Pornos weglassen, Fernseher weglassen, Zucker weglassen, verarbeitete Lebensmittel weglassen, toxische Menschen weglassen, in die Einsamkeit mal gehen für 6 Monate, sich seine ganzen Schwächen gestehen, Selbstreflexion. Nur so kann dein Bewusstsein wachsen. Nur so kannst du die ganze Zeit wachsen, indem du auf gewisse Sachen verzichtest, die dich zurückziehen, die dich einfach runterziehen. Und das ist wichtig zu verstehen. Ihr habt alles in der Hand. Am Ende des Tages höre ich immer nur von den Leuten, wer was falsch gemacht hat, wie, wo, was und die. Und dann siehst du auch in den Kommentaren von Leuten, die wirklich gute Sachen machen, siehst du immer Gehate. Weißt du? Weil es unzufriedene Menschen sind, die nicht einmal in den Spiegel gucken können. Und das ist halt das Problem. Wir sind eine Gesellschaft voller Fingerzeiger. Wir zeigen immer nur Foliengriller. Sauna-Untensitzer, Beckenrandschwimmer, weißt du? Versager, einfach nur Versager. Das ist die Gesellschaft geworden. Und wenn ich da rausgucke und gucke und sehe, dass irgendwelche fetten Menschen mir sagen wollen, Body Positivity, Alter, Eier lecken kannst du. Okay? Wirklich, gar keinen Bock mehr auf das Thema. Nein, wenn ich so einen Fetten sehe, ich krieg die Krise. Vor allem, wenn ich so einen richtigen, unbewussten Fetten sehe. Der meint, mich angucken zu müssen, als wäre ich verrückt, weil ich gerade meine Klimmzüge da mache. Läuft da mit einem Burger King Cola rum, weißt du, was ich meine? Und die Tüte noch, Digga. Und du siehst bei der Burger King Tüte, wie fettig das Essen ist. Das Fett drippt unten durch. Tod, reiner Tod. Und sowas geben sich die Menschen als Gönnung nach einer Sauforgie. Noch schön Burger. Und am nächsten Morgen, oh, mir geht's so schlecht, ich trinke nie wieder. Du bist ein Versager, ein Heuchler. Du trinkst wieder. Nämlich morgen. Bei der ersten Möglichkeit. Ihr seid alles Lügner. Wie oft habt ihr gesagt, ich trinke nie wieder? Wie oft hat man sich das gesagt? Wie oft hat man das getan? Wie oft hat man gesagt, ich mach das nie wieder, man hat's getan? Wie viele Männer betrügen ihre Frauen? Wie viele Frauen betrügen ihre Männer? Woher kommt das? Weil wir eine Gesellschaft voller Versager haben. Ohne Disziplin, ohne Werte, ohne Moral.
ohne Loyalität, ohne Selbstliebe, weißt du? Und diese ganzen Sachen fangen bei uns selber an. Ich sehe so viele Menschen da draußen, die wollen immer so richtig nach außen hin so gut wirken, weißt du? Posten alles. Ich habe meiner Frau heute Blumen gebracht. Ich habe heute die Küche auf. Alter, halt die Fresse, Mann. Guck dich mal an. Du bist so eine Wampe. Du bist ein Niemand. Du bist ein Versager. Weil du selber dich nicht um dich kümmerst. Das ist das Ding. Leute können mir zeigen, was sie wollen. Die Villa, das Haus. Digga, wenn ich deinen Körper ansehe, wenn ich sehe, wie deine Haut. Ich meine, du siehst, dass Leute, die haben gelbliche Augen heutzutage. Woher kommen gelbliche Augen? Die Leber. Und das sind nicht mal Alkoholiker. Früher hatten Alkoholiker gelben Augen. Heutzutage hat fast jeder gelbe Augen. Warum? Gebt mal in den Spiegel gucken. Wenn eure Augen ein bisschen, eure Leber ist verfettet. Die Leber ist komplett verfettet. Ihr seid kurz davor, vor der nächsten großen Krankheit. Das verstehen die Leute nicht. Verdammte Scheiße. Leute, wach auf. Also, wir haben ganz viel auf dem Kanal vor. Wir werden demnächst auch mehr in die Ernährung gehen. Ich werde noch nicht zu viel verraten. Wir werden auf jeden Fall, ich merke, die Leute haben Bock auf Kochsachen. Wir werden da auf jeden Fall ein paar coole Sachen für euch aufbauen. Und schreibt immer gerne in die Kommentare, wenn ihr Wünsche habt für neue Formate oder wenn wir Leute einladen sollen oder sonst was. Wir werden jetzt zum Beispiel mehr machen mit East Movements, mit Sandra. Sandra habt ihr auch schon kennengelernt. Es werden auf jeden Fall ein paar Leute öfters bei uns auftreten, weil die auch immer mehr zum Teil von Energy werden. Wie gesagt, Sandra ist für die Gesundheitsabteilung da, Body Reblin, wenn wir sie nochmal einblenden, falls ihr auch mal Fragen an sie habt, wegen Heilfasten, wegen den Ketos und so weiter, bitte gerne anschreiben. Ich wünsche euch sonst einen wunderschönen Donnerstag und wir sehen uns nächste Woche.